Hallo und herzlich willkommen zurück zu Runaway Teen Challenge. Oh Gott, wie sehr habe ich das vermisst. Wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Hallo Emma. Gott, du hast mir so gefehlt. Danke, Emma. Danke. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ist der Hammer. Ich weiß aber noch, ihr habt dafür gestimmt, dass wir eine Hundezucht aufmachen. Das heißt, Fifi war ja unser Mädchen, richtig? Fifi war ein Mädchen, genau. Das müssen wir desterilisieren lassen. Und uns noch ein Männchen suchen, dass wir dann auch mit der Hundezucht anfangen können. Und ich finde es so schön, dass es hier schon Frühling ist. Aber ehe wir das machen, dachte ich, wir bauen heute Emmas Haus ein bisschen aus. Oder? Dass sie dann auch eine Kommode bekommt und neue Outfits. Ich weiß doch gar nicht, wie alt bist du? 29 Tage noch. Dann könnten wir so langsam, aber sicher vielleicht auch wieder mit der Schule anfangen. Hier, verkauf mal bitte alles. Das ist nämlich eine gute Einnahmequelle. Damit sie dann noch studieren kann. Und ihr habt dafür gestimmt, dass sie mit Simon zusammenkommt. Dass sie ihn fragt, ob sie dann ein Pärchen sein wollen. Muss auch noch nichts Festes sein, aber so für ihre Teenagerzeit auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht zu übersehen, dass die beiden sich lieben. Und Clara, komm doch rein, ist alles okay. Okay, dann würde ich sagen, ich baue das Haus einmal um. Das mache ich im Schnellverfahren und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!
Wow, das hat verdammt lange gedauert. Es ist noch sehr, sehr spärlich eingerichtet und wir haben noch Geld. Aber ich dachte, ich warte erstmal so auf eure Kommentare, was ihr so davon haltet. Und ich sehe gerade, ich habe für die Hunde natürlich wieder was vergessen. Und ja, hier ist noch keine Toilette. Das liegt aber daran, dass ich Emma eine Toilette herstellen lassen wollte. Wo ist hier die Toilette hier? Da kannst du die hier mal eben machen. Und da kann ich die gleich fix platzieren und dann kriegen die Hunde auch noch was. Komm Emma, ab geht die Post. Und natürlich kommt Clara wieder. Clara ist so eine gute Freundin. Sie kommt fast täglich Emma besuchen. Das ist schön. Mal schauen, ob wir auch irgendwie noch ein Männchen finden für Fifi. Es sieht so ungewohnt aus, einfach mal nicht alles verschneit zu sehen. Weil gerade bei Emma haben wir den Winter ja sehr, sehr stark mitbekommen. Hier sind zwei Fufis. Oh, Silver und Meryl. Die kennen wir ja auch beide schon. Hallo Aaron! Hi, was geht? Du bist ganz schön bummelig geworden und hier liegt immer noch was zu essen. Okay. Können wir jetzt aber hier reinkommen wieder bei Emma? Wer bist du? Ach, dieser Simone. Okay. Okay, okay. Geschafft? Hervorragend. Dann kann ich das eben fertig einrichten. Haben wir das Haus auf jeden Fall. Puh, das hat ganz schön gedauert. Und dann würde ich sagen, ihr habt drauf gewartet und wir stylen Emma um. Heute ist tatsächlich sehr, sehr wenig Gameplay, aber wir haben ein riesiges Makeover, was Haus und Emma angeht. Und los geht's. Thank you.
Wow, das hat jetzt auch unglaublich lange gedauert. Ich habe immer mal ein bisschen weniger muskulös gemacht, weil sie war halt so. Also wenn es euch arg stört, dass ich sie jetzt gerade ein bisschen schmaler geschummelt habe, dann gebt mir Bescheid, dann mache ich das Ja, rückgängig. Aber ich finde es halt unrealistisch, dass sie von einer Heimwerkerbank so krass muskulös wird. So, das ist jetzt erstmal ihr Alltagsoutfit. Sieht ein bisschen nassi am Bobbes aus, oder? Kann auch sein, dass es mir so vorkommt. Dann sieht noch ein zweites, wenn sie im Garten ist. Das fand ich so ganz süß. Dann hier die Abendkleidung. Das fand ich super, super niedlich. Gerade mit der Frisur und dem Gesteck im Haar. Dann geht sie so zum Sport. Sie ist immer noch sehr muskulös. So geht sie dann schlafen. So geht sie Party machen. Ich fand, das ist halt einfach noch Emma. So geht sie schwimmen und sie muss echt was essen. Sie ist so mager. Dabei musste sie gar nicht. Okay, doch, sie musste ziemlich hungern zwischendurch. Aber das kann ja jetzt nur besser werden. Dann jetzt die heiße Wetterkleidung. Ich finde die Frisur so süß. Und ich habe ewig geguckt, ob ich irgendwie eine Standardfrisur finde mit diesem leichten Pony. Aber ich finde es nicht. Und deswegen ist es jetzt erstmal. Die Standardfrisur hier geworden. Vielleicht hat sie den Ponyhaar irgendwie hier unter diesem Haar versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee oder ich muss mir nochmal eine CC-Frisur raussuchen, die so einen kleinen schrägen Pony hat. Dass es halt passt, weil ich möchte auf diese Frisur nicht verzichten. Ich finde die so, so süß. Und hier das kalte Wetter. Dann hat sie das hier, wenn sie rausgeht. Da ist sie wesentlich angepasster als das, was sie vorher anhatte. Und das, wenn sie drinnen rumläuft. So grün ist einfach ihre Farbe, allein wegen den Augen. Und sie hat jetzt auch, weil sie ja vorher eine Zahnlücke hatte, hat sie jetzt von mir eine Zahnspange gekriegt. Wir können die Lücke auch erstmal lassen und später zur Zahnspange machen oder so. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, allgemein, wie ihr das jetzt alles findet. Denn ich bin unglaublich auf eure Meinung gespannt. Das ist ja jetzt wirklich ein riesiges Makeover, was Emma hier jetzt durchgemacht hat. Sowohl optisch mit ihrer Kleidung, als auch jetzt ihr Zuhause. Ich meine, ich habe noch keine Ahnung, wohin wir mit diesem Tisch sollen. Den kann man leider auch nicht umfärben, dass es wirklich zu den anderen Möbeln hier passt. Ich weiß doch nicht, ob wir eventuell doch aus diesem Mini-Haus, also tinyere Haus, rausgehen, dass wir noch ein bisschen anbauen. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt auf jeden Fall sehr rustikal geworden. Es soll ja auch ein bisschen selbstgemacht aussehen, dass Emma viel halt selber gemacht hat. Und ja, bin dann wirklich sehr auf eure Kommentare gespannt. Es gab wenig Gameplay in dieser Folge, dafür wirklich unglaublich viel anderes. Und ja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.